Eine Besonderheit auf dem Ruhrrootskopf ist der sogenannte Baumkronenpfad. 600 Meter lang und sage und schreibe 15 Meter hoch. Wow, das ist ja hier Vogelnest oder was? Genau, jetzt sind wir hier genau richtig im Vogelnest. Und ich sag mal, die Idee dabei bei diesem ganzen Baumkronenpfad, was war so der Hintergrund? Okay, Hintergrund im Prinzip ein Naturerlebnis im Wald. 18 Brücken gibt es hier, die längste davon über 50 Meter lang. Alles befestigt an den Bäumen, da kann es auch mal schaukeln. Es ist ja nicht mehr das normale Spazierengehen. Genau, das ist jetzt auch die Erweiterung, das sind die Erlebnisbrücken. Und die haben wir also extra dafür gebaut, für ja, speziell auch Kinder, denen das andere ein bisschen zu ja, unspektakulär war. Hier geht es dann halt schon ein bisschen mehr wackelig, ins Wackelige. Die ganze ja. Sache. Ganz neu hier ist auch der sogenannte Erlebniswald der Sinne. Galileo heißt der Riesenspielplatz, in dem man experimentieren und erforschen kann. Naturwissenschaft zum Anfassen eben. Was ist das für ein Ding? Ja, das ist im Prinzip fürs Auge. Das heißt, Sie können sich jetzt ungefähr 2 Meter wegstellen. Aha. Ich fange die Scheibe an zu drehen und dann suggeriert das Gehirn, dass es ein 3D-Bild wird. Wow. Ja. Konzentrieren sich auf den schwarzen Punkt. Ja, und das ist ja, wie so trichtermäßig, ne? Genau, es kommt wie so ein Tunnel entgegen. Ja. Man hat richtig das Gefühl, ja, man wird quasi reingezogen ins Bild. Hammer. So soll das sein. Die 2-jährige Lilly macht hier heute einen Ausflug mit ihrer Familie. Warum sie mit dem Flaschenzug so viel stärker ist, versteht sie zwar noch nicht, Spaß macht es aber trotzdem. Ich finde es toll, gerade für die Kleinen ist es schön, weil sie dadurch was lernt. Auch Erwachsene können noch was lernen und Kinder sowieso. 750 Meter geht es hier abwärts, nämlich mit diesem Teil hier. Instruiert wurde ich schon, einfach Hebel nach vorne und los geht's. Bis zu 40 km/h wird man hier schnell. Das ultimative Rodelerlebnis im Vogelsberg. Aber nach knapp 3 Minuten ist der Spaß wieder vorbei. Und das hier ist die bequeme Variante, den Ruhrrootskopf zu erleben. Dieser Shuttlebus fährt am Wochenende im 1-2-Stunden-Takt. Das ist nämlich hier ein super Service. Wenn man nicht hochstrampeln will, kriegt man das Fahrrad. Upsala. Danke. Nach oben transportiert mit dem Anhänger und dann kann man hier von hier oben aus gemütlich einfach nur runterrollen. Die Fahrradmitnahme ist im Ticket schon enthalten. Von hier aus geht es zum Beispiel auf den Vulkanradweg. Und dann heißt es einfach nur noch laufen lassen. Es sind ungefähr 500 Höhenmeter, die man von unten nach oben überwinden muss. Und dann ist das für mich sehr praktisch. Dann kann ich direkt von hier oben losfahren, kann in die Single Trails rein oder kann auf die Bahnradwege fahren. Und das ist für mich eben halt ein sehr großer Vorteil. Den Service gibt's übrigens von Mai bis Oktober. Mittlerweile sind sogar 5 Landkreise angeschlossen. Und so können auch wir richtig Strecke machen.